schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn wir heute das Thema Chancengerechtigkeit hier verhandeln, dann liegen dazu drei Anträge vor. Und es geht um viele verschiedene Anliegen. Als Bildungs- und Wissenschaftspolitikerin will ich mal die Anliegen aufgreifen, die sich mit der Situation in unserem Wissenschaftssystem befassen. Erstes Stichwort: Geschlechterforschung. Stichwort aus dem Antrag der Grünen. Ja, natürlich, sachlich kritische Auseinandersetzung gehört zu jeder Wissenschaftskultur. Aber selbstverständlich müssen wir gegen jede Form von Diffamierung vorgehen, die ganze Forschungsfelder und erst recht einzelne Forschende betrifft. Das gilt auch und gerade für das Forschungsfeld Geschlechterforschung. Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut, das wir nicht infrage stellen. Und es gibt zudem ja auch selbstverständlich gute Gründe, auf die Erkenntnisse von Geschlechterforschung zu setzen. Sie befasst sich mit relevanten geschlechtsbezogenen Unterschieden in den verschiedenen Forschungsfeldern. Und dass das wichtig sein kann, merkt man immer am besten an dem Beispiel der medizinischen Forschung. Wer da Geschlechterforschung nicht ernst nimmt, da kann man sagen, das kann tödliche Folgen haben. Denn Symptome und Krankheitsverläufe bei Männern und Frauen sind durchaus sehr unterschiedlich. Die notwendige Medikation, Behandlungsformen können dann sehr, sehr unterschiedlich richtig sein im Blick auf Männer oder Frauen. Und es gilt wie immer: Richtig gute Spitzenforschung braucht Diversität von Fragestellungen und von Fragestellern. Geschlechterforschung kann darüber hinaus auch helfen, sich klarer darüber zu werden, was denn die Voraussetzungen für wirkliche Chancengerechtigkeit sind. Und damit zu meinem zweiten Stichwort: Chancengerechtigkeit in der Wissenschaft. Ja, es stimmt. Frauen sind an Hochschulen und Forschungseinrichtungen immer noch unterrepräsentiert. Und es gilt auch die alte Binsenweisheit: Je höher die Karrierestufe, je höher die Besoldung, je mehr Macht und Möglichkeiten mit einer Aufgabe verbunden sind, desto niedriger der Anteil der Frauen. Diese Situation, da stimme ich vollkommen zu, ist nicht akzeptabel. Denn das ist weder gerecht, noch kommt man damit zu wirklich exzellenten Ergebnissen in der Wissenschaft. Die Gründe für diese Situation aber sind sehr vielfältig. Und wer wirklich nachhaltig etwas verändern will, der muss dann auch entsprechend vielfältig ansetzen. Alle Erkenntnisse nutzen aber nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden. Aus den Projekten der BMBF-Förderlinie »Frauen an die Spitze« sind teilweise sehr konkrete Handlungsempfehlungen hervorgegangen an die verschiedenen Akteuren der Wissenschaftscommunity. Lesen hilft, reicht aber nicht, wenn es dabei bleibt. Ich würde sagen, an der Stelle haben wir in vieler Hinsicht kein Erkenntnis, sondern vor allen Dingen ein Umsetzungsproblem. Wie genau man aber dann hinschauen muss, zeigt vielleicht mal folgender Hinweis. Gleich im dritten Absatz des grünen Antrags heißt es, Zitat: Die Chancen eines männlichen Hochschulabsolventen auf eine Professur seien nach wie vor höher als die einer Hochschulabsolventin. Zitat Ende. Vergleicht man dies mit den Zahlen derjenigen, die sich um einen Lehrstuhl bewerben, dann gilt: Jede 18. Frau, aber nur jeder 26. Mann ist dabei erfolgreich. Frauen hätten demnach sogar die besseren Chancen. In unserem Fachgespräch zur Chancengleichheit, das wir im Herbst geführt haben, waren die Expertinnen sich einhellig der Meinung, dass Berufungsverfahren an den Hochschulen inzwischen zum Beispiel dank standardisierter Leitfäden in der Regel durchaus vorbildlich geschlechtersensibel ablaufen. Das sollten wir auch mal anerkennen. Trotzdem spießt der Antrag der Grünen einen wichtigen Punkt auf und hat recht, wenn man die ganze Laufbahn in den Blick nimmt. Denn jedenfalls bewerben sich in absoluten Zahlen nach wie vor deutlich weniger Frauen auf Professuren als Männer. Und das, obwohl sie im Schnitt mittlerweile schon 40% derjenigen ausmachen, die eine Promotion erfolgreich abschließen. Heißt im Klartext: Nach der Promotion scheiden viel zu viele von den Frauen aus dem Wissenschaftssystem aus und gehen mit ihren Talenten und Begabungen dafür verloren. Drittes Stichwort bei mir heißt deshalb Vereinbarkeit Familie und Beruf. Ja, es stimmt. Wir haben eine ganze Reihe von vielen Problemen, die wir angehen müssen. Aber ein großes ist nach wie vor
die Vereinbarkeit einer Wissenschaftskarriere mit der Verantwortung für Familie. Das ist nach wie vor ein großes Thema, vor allem für Frauen. Es sollte auch für junge Väter ein Thema sein, aber allerdings sind es nach wie vor noch immer regelmäßig die Frauen, die stärker Sorgearbeiten in der Familie ausüben. Die Strukturen der Arbeitswelt, zumal in der Wissenschaft, wir haben es jetzt schon mehrfach auch gehört, sind nicht familienfreundlich, nicht für die Mütter, aber auch nicht für Väter. Die Kultur der ständigen Verfügbarkeit, die Idee eines Forschertypus, der allein und für seine Forschungsarbeiten lebt, das prägt leider noch nach wie vor zu sehr die Wissenschaft. Was tun wir bislang, um den erfolgreichen Kulturwandel in der Wissenschaft zugunsten der Eltern und ihrer Familien zu beschleunigen? Einige Beispiele. Wir haben in vielen Zusammenhängen, Begabtenförderung, BAföG, durchaus eine Verlängerungsmöglichkeit aufgrund von Familienpflichten eingeführt. Wir arbeiten mit Hochdruck an immer umfassenderen Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Es gibt auch kluge Ideen, etwa über die Mittel der DFG-Gleichstellungspauschale, Verwaltungs- oder Laborunterstützung für schwangere Frauen oder zurückkehrende Eltern zu finanzieren. Es gibt planbare Karrierewege. Wir haben ein reformiertes Wissenschaftszeitvertragsgesetz und neue Ideen für ein Tenure-Track-Programm. Und das will ich besonders hervorheben, das von der Bundesregierung mittlerweile schon in der zweiten Phase geförderte Professorinnenprogramm. Dies müssen wir unbedingt ausweiten und dafür sorgen, dass es neben den Perspektiven auf eine Professur in Zukunft auch Stellenmöglichkeiten vor und neben einer Professur für die jungen Frauen gibt. Alles gut und richtig, und wir sind uns wahrscheinlich einig, es hilft immer noch nicht genug, es geht zu langsam, wir brauchen weitere kreative Ideen. Das betrifft vor allen Dingen Arbeitszeitmodelle und kreative Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsplatzes. Als Beispiel will ich mir Ideen vorstellen, die in der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt werden, die durchaus Bedarf haben, ihre Frauen sozusagen Bilanz zu verbessern. Die haben zum Beispiel zwei verschiedene Karrierelaufwege entwickelt, den Expert Scientist. Auf dieser Stelle ist man befreit von Verwaltungsaufgaben, kann Zeit und Ort der eigenen Arbeit weitgehend selbst bestimmen. Und wenn die eigene Situation es hinterher wieder zulässt, nach einer Familien- oder Pflegephase etwa, kann man dann in den Pfad des Senior Scientist wechseln. Mir ist an dieser Stelle wichtig die Botschaft: Mit guten rechtlichen Rahmenbedingungen können wir jedenfalls dafür sorgen, dass bei aller Wahlfreiheit der Einzelnen Elternschaft nicht weiter zum Hinderungsgrund für eine wissenschaftliche Karriere wird. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Es ist gut, dass wir uns heute aus Anlass des Weltfrauentages über Chancengerechtigkeit auch und gerade für Frauen beschäftigen. Noch wichtiger wäre mir aber, dass wir dieses Anliegen auch die anderen 364 Tage im Jahr ernst nehmen. Frauen brauchen keine vereinfachten Zugangsbedingungen oder spezielle Nachhilfe für wissenschaftliche Karriere. Wir müssen ihnen nicht den roten Teppich auslegen, aber wir müssen endlich die bestehenden Hürden, die es nach wie vor für sie gibt, aus dem Weg räumen. Das wäre gut für die Frauen, aber auch für die Qualität unserer Wissenschaft. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Jetzt hat die Kollegin Marianne Schieder von der SPD-Fraktion das Wort.